Gehör sehen. Kommt. Gegen Mittag. Ja, Sir. So. Herzlich willkommen zurück zu AC Black Flag. Das letzte Mal musste ich sofort abbrechen, weil die Zeit schon um war. Sonst hätte der Anfang ein bisschen gefehlt und das wollte ich vermeiden. Deswegen gab es so einen kurzen Cut. Nur mal kurz zur Erklärung. So. Da das jetzt auch gemacht ist, würde ich mal sagen, gehen wir der nächsten Mission nach. Warum ich jetzt noch keine Assassin-Aufträge mache, ist ganz einfach der Grund, weil ich erstmal noch mit dem ersten Cut-Schwert rumrenne und Nummer 2 noch gar kein Schiff habe für spätere Assassin-Aufträge. Deswegen rüste ich mich zuerst mal ein bisschen mehr aus und so. Und ja, werdet das später, wenn ich eigentlich mein Schiff soweit hochgetunt habe, damit es mit Kriegsschiffen mithalten kann, und ich halt mit jedem sonstigen Kerl mithalten kann, werde ich halt noch ein bisschen weiterspielen. So, eine Schuld einfordern. Jo. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Statten wir dem Guten doch mal einen Besuch ab. Und das noch im Feindesgebiet. Yay! So, das war der erste Streich. Wunderbar. Munition auffüllen. Yay. Das ist noch eine Einschusspistole. Oh Mann. Na, was machen wir bei dem? Können wir mal dahin? Hallo? Nö, nicht beide, bitte. Danke. So. Oh, das muss ich sowieso machen. Und nicht den Kämpfer verwickeln lassen. Ui. Ui, ui. Nö. Nicht. So wird das gemacht. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen. Dann geht's weiter. Hier nach vorne.
Hier sag ich genau. Ja, das Pfeifen habe ich schon gemacht. Ach, da unten liegt der. So. Der Schlüssel brauchst du nicht mehr, hoffentlich. Weil die nehme ich jetzt an mich, mein Lieber. Tut mir echt leid. Und du? Könnt ihr mal so 10 Attentate, da renne ich mal hier nach vorne. Der nervt mich schon jetzt. Lol, von vorne und er hat nicht reagiert. So, ja, ja, Scharfschützen hin oder her, das ist nicht schwer. So. Ach, da sind die Wachen. Yay. Können wir die noch auseinandernehmen oder nicht? So. Nö, nö. Nö, nö. Tut mir leid. Einer weniger. Ach so, dort ist der Scharfschütze. Nö, nö. Du siehst mich nicht. Du hast mich gar nicht gesehen. Hallo? Ja. So in etwa dachte ich es mir. Und bevor noch. Ja. Genau. Und kommst du vielleicht auch noch gerade durch, also bei meiner Richtung durch? Wäre ziemlich cool und so. Und eben nicht. Nö! Halt ahí! Nö! Rápido, que no se escabulla! Ich glaube, in Kämpfer verwickeln lassen ging jetzt auch schon nicht mehr. Nö! Aber ich versuch's mal. Stealthy like a selfie. Gute Nacht. Komm. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Ich habe schon 2 beerdigt. Tschüss. Und das vor dem anderen hat es gar nicht interessiert. Na dann. Hi. Nein, du hast mich gar nicht gesehen. So. Und eingebrochen. Yehi. Was? Was? Ach so, das ist diese Pfeife. Hi. Warum ich hier nicht rennen kann? Ja.
Desaster, ja! Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Naja. Wir gewonnen so Taron. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Dann guck weiter. Vielleicht findest du was. La cena, cómetela rápido. Hast du Hunger? So, yay, entwaffnet, aber ja. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Na komm schon, na komm schon. Dir nehme ich die Munition weg. Wenn du schon Munition hast, dann gehört sie jetzt mir. Hast du auch noch Munition? Nö. Oh Mann. Unglücksraben. Aha. Ich stelle mich hier gerade wie ein Opfer an, ohne Witz. Wie ich so die Sachen, je nachdem, nicht mehr im Kopf habe. Na wunderbar, funktioniert doch. Naja, dann ist die See unruhig heute. Würde ich sagen, treffen wir uns beim nächsten Part wieder. Tödelö.